Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Beim letzten Mal haben wir eine Menge Gegenstände bekommen, unter anderem auch 4 Herzteile, die uns schon einen ganzen Herzcontainer beschert haben. Und um keine weitere Zeit zu verlieren, laufe ich schon mal nach oben, während ich erzähle, was beim letzten Mal passiert ist. Und mir fiel auch jetzt gerade nichts Neues ein. So, auf jeden Fall wollen wir mal schauen, dass wir noch weiterhin so viel sammeln können. Das wäre total praktisch. Und bevor ich aus Versehen jetzt die Bombe benutze, nehme ich mal lieber den Bumerang. Das gefällt mir schon viel besser. So. Ich versuche mal, heute den Zeitplan einzuhalten. Und zwar wäre es jetzt ziemlich cool, wenn wir den ersten Dungeon abschließen könnten. Und eventuell auch noch ein paar Gegenstände bekommen. Das wäre wirklich zu praktisch. Und ich denke, ich weiß noch in etwa, wo alles ist. Ich glaube, mein Gedächtnis nimmt erst nach dem dritten Dungeon ab. Weil ich den... Naja, ich weiß nicht. Also den konnte ich noch relativ gut, aber danach habe ich alles nur einmal gespielt. Den Anfang habe ich bestimmt schon 5-mal gespielt oder so und danach hatte ich keine Lust mehr. Achso, ja, hier gibt es auch neue Gegner. Ich mache den das mal kurz fertig, bevor die uns hier auf die Nerven gehen. Wieder andere blaue Ritter haben die ebenfalls 3 Lebenspunkte. Na, wirst du wohl. Die können zum Glück aber nur mit dem Pfeil angreifen und solange wir nicht attackieren, haben wir das Schild genau vor uns und dann prallen die Pfeile einfach da dran ab. Was steht denn hier? Oben Magieshop, rechts Wasserfall der Wünsche. Oder beides, ich kann das gerade nicht ganz identifizieren, wie das Schild gedacht war. Auf jeden Fall, Magieshop klingt schon mal wunderbar, da müssen wir nämlich unbedingt hin. Kann ich dich... Ja. Cool, das ist ja total krass, da können wir die auch schon besiegen. Normalerweise kriegt man, glaube ich, von denen den Stromschlag. Was soll's? Der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für mein Gebräu. Ja, das bekommst du auch, ich brauche den eh nicht. Danke, junger Mann. Geh doch mal in den Magieshop, dann bekommst du etwas besonders Gutes. Ja, okay, ich geh mal rein. Hallöchen! Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue erneuert sowohl Lebens- als auch Zauberkraft. Ein super Elixier. Wie wär's mit einem Schluck vom roten? Gratis! Wohl bekomm's! Danke, wir waren schon voll. Egal, ich kaufe mir auf jeden Fall mal das blaue Elixier. Dankeschön, das ist das super Elixier. Damit kannst du sowohl Lebens- als auch magische Energie auffrischen. Und das hier ist auch schon der erste Unterschied zur ursprünglichen SNES-Version. Denn Martha, ich glaube, sie hieß zumindest so, hat hier diesen niedlichen Comic-Look, den sie auch schon im Oracle of-Teil hat. Also in den beiden, glaube ich, ist die drin. Und im Original-SNES-Teil sieht sie aber aus wie eine komische alte Vermummte unter alten, dreckigen Laken. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Version mit der kleinen besenkehrenden Hexe um einiges besser. So, und dann gehen wir mal kurz raus. Schummeln uns an diesem komischen grünen Blob vorbei und gehen nochmal zurück. Das klingt jetzt zwar ziemlich dumm, ich wechsle mal kurz auf das da. Aber wenn wir jetzt den Magieshop nochmal betreten, bekommen wir da das Zauberpulver. Yeah! Der magische Puder? Ich dachte immer Puder... Ja, ist egal, was soll's. Streue ihn auf Gegner und viele andere Dinge. Ja, das Ding ist, wir haben unendlich viel davon, das ist also nicht begrenzt. Aber wir verbrauchen mit jedes Mal, wo wir es benutzen, einen Teil der Magie. Was ist denn mit dir? Wer ist Frankfurt? Wer ist nicht nah? Suche nach Sahasrara. Ich glaube, das ist der Typ, zu dem wir eh hingehen sollen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die gelb geworden sind. Ich meine, dass sie sich so komisch verändert haben, wenn wir denen das Pulver ins Gesicht geschmissen haben. Das war ja auch bei Link's Awakening schon so, aber das ist hässlich. Und die Nerven. Ein Treffer, 2 Treffer. Na komm schon. 3 Treffer, danke. Zum Glück können die nicht sehr viel. Die sind quasi das Pendant zu den Moblins aus... Wie hieß es? Minish Cap? Ich würde mal sagen, das sind die, weil die haben ja auch Lanze bzw. Bogen und die haben halt Schwert oder Bogen. Was soll's. Auf jeden Fall sind die Gegner, die wir hier haben, ja sowieso noch nicht sehr schlimm. Jetzt müssten wir ja rein theoretisch schon mal, genau, da sein, wo wir auch hin sollen, zum Sahasrara. Wer hat sich diesen Namen überhaupt einfallen lassen? Da stolpert man ja beim Lesen schon drüber. Au, ach Mensch, komm doch nicht einfach auf mich zugerannt, wenn ich dich besiegen will. Was soll denn das? Und ich glaube, den sein Haus... den sein Haus ist da oben. Irgendwo, da ist es, glaube ich. Da gehen wir mal rein. Ja, ich glaube, das ist er. Ich bin Sahasrara, der Dorfälteste. Einer der 7 Weisen ist ein Vorfache von mir. Oh, tatsächlich? Es überrascht mich, dass ein so junger Mann nach dem heiligen Baumschwert sucht. Oh Gott, Bannschwert sucht, wollte ich sagen. Helig, nicht jedem ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legenden berichten von einem Helden, der die 3 Amulette errungen hat. Wünschst du wahrhaftig, es zu finden? Ja, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich mehr von meiner Weisheit mit dir teilen. Doch nun, geh zum Palast. Aber vorher depper ich noch deine Vasen kaputt, weil die uns heilen. Und ich mach mal noch die Wand da oben kaputt. Mit meiner letzten Bombe. Ich hoffe mal nicht, dass wir da drinnen es noch welche brauchen. Danke. Oh, sehr gut. Was haben wir?
Oh, 50 Rubine. Oh, 3 Bomben, sehr gut. Ja, ach komm schon, den Text haben wir doch schon gesehen. Und nochmal 50. Boah, so viel braucht kein Mensch. Ich hätte mir 2 von diesen Elixieren kaufen. Ach nee, das konnte ich mir noch nicht leisten. Was soll's. Ach ja, und ich werde mal kurz zu dem wechseln. Diese Statuen da sind nämlich ziemlich böse zu uns. Die machen auch relativ viel Schaden, wenn sie uns berühren. Und die halten 4 Treffer aus. Waren das jetzt 4? Ich habe gar nicht mitgezählt. Auf jeden Fall sind die relativ stark und wir sollten uns von denen möglichst nicht verprügeln lassen. Und wo? Warum sind denn hier überall Sackgassen? Das finde ich jetzt nicht cool. Nein, 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 das tut mir weh. Geh weg. Sowas. Hä? Wer hat die denn entworfen? Moment mal, rein theoretisch müssten das ja die Minish entworfen haben, oder? Diese fiesen kleinen Minish, die wussten genau, dass ich irgendwann mal da dran hängen bleibe. Frechheit. Zum Glück können die Dinger keine Treppen laufen und sind ansonsten noch nicht besonders schlau. Können auch keine Abhänge runterspringen oder sowas. Und zum Glück sind wir hier oben eh schon beim Eingang des ersten Tempels. Insofern, puh. Der Ostpalast, yay! Ostpalast. Und wir haben 3 Wege zur Auswahl. Ich gehe erstmal kurz da lang, weil der offen ist. Aha, das ergibt Sinn. Ich weiß wieder, was es war. Dieser Dungeon hat nämlich hier gleich am Anfang ein unglaublich schweres Rätsel versteckt mit dieser Schalterplatte. So. Einen Mondgegner gibt's auch. Und was wir hier auch neu haben als Element, sag ich mal, hier diese Teile mit diesem schwarzen Schalter sind im Endeffekt Bodenschalter, die genauso fungieren wie normale Knöpfe, aber halt anders aussehen. Und an die Stelle kann ich mich auch noch gut erinnern. Und durch. Gut, wir haben es noch geschafft, bevor die große böse Kugel kam und uns plattwalzt. Genau diese da. Und ich glaube, das war jetzt sinnlos, dass ich die Treppen hochgelaufen bin, aber ich glaube, ich muss als allererstes erstmal dahin gehen, bevor ich da oben aus der Tür rausgehe, denn hier gibt's nochmal eine Kiste. Mit 100 Rubinen. Wie viel ist eigentlich das Maximum gerade hier? Irgendwie. Ich bin mal froh, dass wir noch keine so kleine Geldbörse haben, weil normalerweise wäre das jetzt so, dass ich jetzt schon komplett voll wäre und wieder nichts hätte tragen können, so wie ich mich kenne. Und der allererste Dungeon an sich ist auch noch nicht so schlimm, was die Komplexität angeht. Oh, das ist auch ein unglaublich schweres Rätsel. Ich mach das mal kurz auf, danke. Und neue Gegner, die vor uns wegspringen. Na, das kann ich ja leiden. Jetzt geh doch mal kaputt. Ey, wirst du wohl. Das gibt's ja wohl nicht. Dann gehe ich mal hier durch, wenn ihr eben nicht kämpfen wollt. Das, ich glaube, da. Ja, da war der Schalter. Unter den anderen Vasen befinden sich, glaube ich, auch nur Rubine und so weiter. Und wir haben hier jetzt erstmal zur Orientierung die Karte. Nutze sie, um deine Position im Verlies festzustellen und einen Überblick zu erhalten. Drücke L. So, allzu groß ist das Ding ja auch nicht. Wir haben es auch schon fast wieder geschafft mit dem Dungeon. Das ist gar nicht so groß. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so fix geht. Schön. Toll. Gefällt mir gut. Ich denke, den schaffe ich auch noch in diesem Part, falls mir das Skelett nicht zu nahe kommt. Oh nein, die Tür ging zu. Und dann würde ich sagen, nachdem ich den Boss besiegt habe, gehe ich aber noch nicht zurück zu Sahasrara, sondern beende den Part dann dort. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Die tun mir böse weh, die sind doof, die mag ich nicht. Geht doch mal weg. Mensch, die kann man auch nicht gescheit damit leben, weil die laufen trotzdem gleich weiter. Das finde ich total blöd. Und das sieht mir sehr stark nach einem Bossraum aus. Ja, da ist er auch schon. Aber zum Glück haben wir hier Vasen. Für jeden Skelett ist ein... Für jedes Skelett ist eine da. Und sogar noch eine für mich. Das ist ja fantastisch. Ich werde mir trotzdem keine ranwerfen. Oh, gut, ich brauche sowieso alle. Du blödes Skelett. Danke. Oh, danke für die Magieflasche. Das ist ganz okay. Und an sich... Oh, das ist der Kompass. Sehr schön. Damit kannst du das Versteck des Bosses finden. Genau, das ist nämlich da oben. Und auch wenn dieser Dungeon hier komplett kühl ist und auch die Musik relativ minimalistisch, muss ich sagen, so warm wie das draußen ist, bin ich hier echt am Schwitzen und am Schmelzen. Es geht gar nicht. Und diese Dinger sind Teleportsteine. Elig, ich bin es, Sahasrara mit dem furchtbar schwer auszusprechenden Namen. Berührst du diese Steine, kann ich telepathisch in Verbindung mit dir treten. Ich habe einen Rat für dich. Der Schatz, der in diesem Palast versteckt ist, kann dir helfen, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Das ist sehr lieb von dir. Und wenn man den Gegner da oben sieht und sich vorstellen kann, was der macht, wenn wir näher rangehen, kann man sich auch denken, was da in der Kiste ist. Dummerweise können wir die aber nicht ohne den großen Schlüssel öffnen. Darum gehe ich einfach mal kurz weiter. Und ich glaube mal, wir müssten jetzt eigentlich gleich... Ah, da sein, wo wir den großen Schlüssel kriegen. Dachte ich zumindest. Okay, Moment, wir müssen erstmal da durch, bevor die uns treffen. Ach ja, hier war irgendwo noch... Ach nee, warte mal, hattet ihr das verloren? Ah, da, nee, es war nicht eines der Skelette, es war unter einer Vase, sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt einen kleinen Schlüssel, den können wir zwar nicht für die Truhe benutzen, aber den brauchen wir da hinten. Das möchte ich haben. Und zwar bei dieser Tür, danke. Und hier müssten wir ja jetzt eigentlich bald mal ankommen, irgendwann mal. Ich hätte zumindest jetzt schon ein bisschen Lust drauf, langsam mal den großen Schlüssel zu bekommen. Aber an sich ist die Welt ja noch recht einfach.
sag ich jetzt mal. Ich meine, es ist jetzt nicht so verwinkelt, es ist alles relativ linear. Es ist zwar mehretagig. Oh, 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 oh. Das finde ich nicht gut. Sehr schön. Dann mache ich dich erstmal kaputt. Und dann dich. Und dann muss ich den kaputt machen. Wow. Okay, machen wir das Äuglein wieder auf. Und nochmal. Und, oh, die halten so lange aus. Das ist unglaublich. Und erst wenn wir den besiegen, können wir erstmal an die Vase da rankommen. Danke, weil dann lösen die sich nämlich von der Vase. Und da ist natürlich der Schalter drunter. Au. Warum auch immer die Vase den Schalter nicht runtergedrückt hat. Ein großer Schlüssel. Juhu. Wir müssen das halt nochmal separat machen. Das ist nicht gut. Danke. Das ist schon besser. Und dann gehe ich mal, bevor der da hoch mal dahin. Ich glaube, der große Schlüssel öffnet alle Türen in diesem Dungeon. Also sobald wir den haben, müssten wir alle Türen öffnen können. Ungeachtet, ob wir da schon mal einen kleinen Schlüssel hätten brauchen müssen oder nicht. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall endlich an diese tolle Truhe. Das hat sich gelohnt, dass ich den geschmissen habe. Und wir bekommen den Bogen. Verschieße damit Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Und jetzt sollte ich vielleicht gleich mal wechseln. Weil die sind nämlich auch relativ uncool. Oh, ich habe nicht mal gewusst, dass die... Kann ich die nicht... Kann ich die nicht... Boah, die kann ich nicht besiegen. Was sind das denn für Teile? Okay, ich habe keine Ahnung, ob die besiegbar sind. Ich werde das demnächst nochmal zeigen. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Und ich werde jetzt als erstes das Schmetterlingsnetz nehmen. Warum mache ich das? Weil wir hier runterspringen können. Und da befindet sich ein geheimer Raum mit einer Fee. Yeah, was hast du mit dir vor? Frei in eine Flasche stecken. Und die zweite berühren wir einfach. So, dann sind wir jetzt nämlich super gewappnet für den Endboss. Weil wir jetzt einfach mal eine Fee und einen Supertrank haben. Und natürlich das Item, was wir dafür auch brauchen. Denn diese komischen... Oh, warte mal. Nee, ich mach das nicht so. Ich glaube, ich brauche das Licht gar nicht. Denn diese Teile können wir mit einem einzigen Pfeil besiegen. Oh, danke. Anstelle 20 Mal mit dem Schwert drauf zu hauen. Oh, perfekt. Und ich glaube, da links müsste jetzt irgendwo die Tür sein, wo wir den Schlüssel brauchen. Ja. Sehr gut, sehr schön. Und hier rechts müsste noch eine normale sein. Gut, dann gehe ich erstmal dort lang, weil hier müssten wir, glaube ich, nochmal reich werden. Hui. Au. Oder sterben, je nachdem, wie ich mich anstelle. Wow, 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 wow. Ja, ja, die Gier nach Geld. Und schon kriegt man Schaden. Blöd. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt 437. Wow, ich glaube, ich muss mir dann echt mal ein paar... Ach, ich brauche noch ein paar Flaschen, dann hole ich mir ganz viele blaue Elixiere. Das passt schon. So, und jetzt sind wir schon im vorletzten Raum. Ich glaube, da müsste der Schalter sein. Oh, danke. Ach nein, ich weiß, was noch für Raum kommt. Mach dich mal auf. Danke. Du musst dich mal aufmachen und du musst dich mal aufmachen. Und dann drücken wir einfach mal den Schalter. Die anderen sind übrigens fake. Das finde ich irgendwie... ein bisschen blöd. Dann schnappe ich mir mal noch ein paar Pfeile. Und das Herz, sehr gut. Das habe ich gehofft, dass da noch eins ist. Nicht, dass wir da noch drauf gehen. Ach ja, Schalter finden. Das müsste, ja, dieser gewesen sein. Hier ist sonst nichts. Dann gehe ich mal schnell weiter, bevor wir noch getroffen werden. Und ich glaube, bei denen werde ich einfach wieder die Vasentechnik nehmen. Die natürlich gerade nicht funktioniert hat. Oh, aber wir sind komplett voll. Au. Du blödes Skelett. Oh, und die... Nein, 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 nein. Das finde ich nicht gut. Okay, ich mache erstmal das Skelett kaputt. Weil das ist definitiv die nervigere Gefahr. So, und die hier, die roten, die brauchen satte 2 Treffer. Aber ist an sich auch nicht so schlimm. So, kaputt, kaputt, kaputt. Au. Tut mir doch nicht weh, das gibt's doch nicht. Oh, 20. Sehr schön. Sehr schön. Was ich übrigens auch sehr gut finde, ist, die Pfeile können hier in diesem Spiel die Töpfe zerschlagen. Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt hinkriege, ohne dass... Oh, na toll. Ich Pfeile verschieße, wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. Es war schon zu spät. Nein. Danke. So, damit hätten wir das jetzt auch alles geschafft. 30 Pfeile ist anscheinend auch das Maximum. Und jetzt sind wir, glaube ich, genau vor dem Boss. Genau. Und dann würde ich sagen, rennen wir doch mal zu dem hin. Denn der kommt gleich im 6er-Pack. Und er lässt sich eigentlich relativ einfach besiegen. Wir müssen einfach nur Pfeile draufschießen. Und diese... Das ist, glaube ich, der Richtige. Weil die... Nee, Moment mal, brauchen die alle 3 Treffer? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte mal, die brauchen nur 2. Aber anscheinend... brauchen die alle genau 3 Treffer. Und dann sind die weg. Und das ist auch das einzige Ziel, was wir hier haben. Wir müssen die alle wegmachen, bis der letzte übrig bleibt. Wow. Und den müssen wir dann mit Pfeilen in die Enge treiben und besiegen. Und dann ist danach 3 Treffer auch tot. Schön. Dann würde ich mal sagen, nehme ich mir das Herz und freue mich, dass ich den ersten Dungeon geschafft habe. Und hier bekommt man nicht mal volle Lebensenergie, wenn man einen Herzcontainer sammelt. Was soll das denn? Wie dem auch sei, das Amulett hat immer noch die episch bedrohende Bossmusik und wir nehmen es einfach mal in die Hand. Danke sehr. Yeah. Das Amulett des Mutes ist unser. Juhu. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrara. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Yeah.
So, und wir werden rausgeschmissen. Das Amulett sehen wir auch da rechts. Finde ich ganz gut. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal besuchen wir einfach Sahasrara noch ein zweites Mal. Der auch als einziges Haus in einer Kuhle wohnt. Sehr schön. Oh, und wir haben sogar schon die Position der ganzen Gegenstände bekommen. Na, das finde ich ja fantastisch. Was soll's. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns die Legende von Sahasrara anhören. Und bis dahin, euer Elik. Bye!